Da sind's bei uns. Herzlich willkommen, Swissback! Swing, das ist Musik für Bein. Swing, da bringt es niemand heim. Swing, da brauchst du keinen Kopf dabei. Nur mehr Bein ein bisschen. Ja, das heisst heute. Yes! Nein, das heisst heute. No! Die Welt ist voller Jazz. Amerika gilt nur mehr noch, denn alles heisst heute Swing. Das ist Musik für Beine. Swing, da bringt es niemand heim. Swing, macht euch den Kopf ganz voll. Swing ist einfach toll. Machen für mehr öffentlichen Verkehr. Na, bist du ein Grösser? Nein, ich meine wirklich der ÖV. Hör mir auf mit dem ÖV. Ich bleibe bei meinem Offroader, da weiss man, was man hat. Guten Abend. Ihr versteht es einfach nicht. Es gibt doch nichts Lustigeres, als wenn ein Zug Verspätung hat. Nach spätestens 3,5 Minuten drehen die ersten total durch. Ich sage dir, im Ausland braucht es Stunden, bis die Leute in diesem Zustand hast. Schau, du als Autophobiker hast sowieso keine Ahnung, hä? Ja, du hast auch keine Ahnung. Manchmal, aber wirklich nur manchmal, da spüre ich in meinem Innersten selbst ein tiefes Verlangen. Und dann kann ich niemand mehr aufhalten. Sitz in diesem Auto da und fühlt sich super an. Knallrot und schnell muss sein. Oh Scheiße, neue Fahrt Mobility. Und los, drücken auf das Gaspedal. Halt! Ah, ein rotes Lichtsignal. Er pumpt im Leerlauf aufs Gas. Er ist der King von der Strasse. Ja, so viel Deutsch gibt's im Strassenverkehr. Und wir sind froh, dass du täglich dazu gehörst. Doch manchmal kann's doch sehr praktisch sein. Leck, bin ich froh, fahr ich Mobility. In dieser Einbahn da sollt's doch ein Parkplatz haben. Jetzt bin ich irritiert, weil alle anderen haben verkehrt parkiert. Hat die Lücke nicht schlecht gebracht. Nur kurz ein Vespa gestreift. Sorry, doch wisst ihr was, ich bin der King von der Strasse. King von der Strasse. Du Jungs, wisst ihr eigentlich, wieso ihr so sind, wie ihr seid? Du brauchst ein Zäpfli. Habt ihr eurem Vater schon mal gesagt, dass ihr ihn gern habt? Ich meine, ich habe meinem Vater letzte Woche angerufen. Ute. Pronto. Ich bin's, Guy, dein jüngster Sohn. Ah, Luca, was für eine Ehre, dass du mir anrufst. Die passt alle Mama. Nein, Papi, ich wollte schnell mit dir reden. Was ist? Hast du Mist gebaut? Nein. Hast du den Job verloren? Nein. Brauchst du Geld? Nein. Wirst du ein Vater? Du urratest diese Frau noch bevor der Kinder kommt.
Ist sie Italiana? Ist sie Katholika? Maria, wir sind Anna! Papi, jetzt hören wir mal zu! Papi, ich habe dir nur angerufen, um zu sagen, dass ich eine wunderbare Kindheit hatte und eine Jugendzeit. Und Papi, ich habe dich mega fest gern. Bist du besoffen? Verdammt nochmal, Luca, Roberto, Giovanni, De Angeli. Ist ja noch nicht einmal am Mittag und du bist schon besoffen. Ich passe alla Mama. Luca, was ist los? Ist etwas passiert? Der Papa ist ja ganz durchgewühlt. Wirst du Vater? Nein, Mami, ich kann nur schon mit dem Papi reden. Warum nicht mit mir? Mami, hör auf brüllen. Ich gehöre anscheinend nicht mehr zu der Familie. Ma cosa ho fatto di male, Dio mio? Mami. Mami, ich habe nur angerufen, um meinem Papi zu sagen, dass er für mich ein richtiges Vorbild ist und war und dass ich ihn mega fest gern habe. Er hat recht. Bist du besoffen? Tote! We are Swiss Pack, goodbye, au revoir. Schönen Abend, si schön si to see you all. We are Swiss Pack and Swiss, nein, aus Sweden. Und wir sind von Haus aus unglaublich neutral. We are Swiss Pack und we are so stolz auf das Land. Swiss in Europe und doch nur als ins Leben kann. Yes, we represent our wonderful, super cool, beautiful Swissback! Derzeit auf grosser Schweizer Tournee. Danke vielmals!